In Polen wächst mit der steigenden Zahl an täglichen Corona-Neuinfektionen und Gegenmaßnahmen auch die Wut über die Regierung. Gegner der Einschränkungen haben am Samstag in Warschau demonstriert. Unangemeldet und mit mehr Teilnehmern als erlaubt ist. Seit diesem Wochenende gelten strengere Einschränkungen. Unter anderem sind Restaurants geschlossen. Für kleine Unternehmen sei die Situation tragisch, so einer der Anführer der Proteste. Die Nachfrage sinke, denn den Menschen werde gesagt, sie sollten zu Hause bleiben, dass sie in Gefahr seien und Masken tragen sollten. Laut Polizei wurden mehr als 100 Protestierende festgenommen. Unter den Demonstranten waren neben Unternehmern auch Rechtsradikale, Impfgegner und Virusleugner. Sie habe sich in ihrem Bekanntenkreis umgehört, so diese Frau, niemand sei krank. Polen meldete am Samstag über 13.600 neue Corona-Fälle und 179 Tote, so viele wie noch nie zuvor. Gemessen an der Einwohnerzahl infizieren sich derzeit fast dreimal so viele Menschen mit Covid-19 wie in Deutschland. Am Samstag seien zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus eingeführt worden, so ein Sprecher der Gesundheitsbehörden. Gaststätten wurden geschlossen und öffentliche Versammlungen auf 5 Personen beschränkt. Experten wie der Immunologe Pawal Gresiowski rufen zur Befolgung der Regeln auf. Was uns vor allem Sorgen macht, ist, dass täglich 500 bis 700 neue Patienten in den Krankenhäusern aufgenommen werden. Wir gehen davon aus, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Wenn wir aber so diszipliniert sind wie im März und April, können wir es schaffen, die Kurve innerhalb von 2 Wochen abzuflachen. Und das ist das Ziel. Auch Polens Präsident Andrzej Duda ist an Covid-19 erkrankt, wie Samstag bekannt wurde. Unterdessen berichten Ärzte, dass sich das Todesrisiko für Patienten mit anderen Krankheiten erhöht, da diese in Krankenhäusern teilweise nicht mehr behandelt werden können.